Heute möchte ich Ihnen kurz etwas vorstellen, was mir im Zuge dieser 9/11 Memorial-Tage untergekommen ist. Dieses Buch, das ein amerikanisches Bilderbuchverlagshaus herausgegeben hat. Never Forget Kids. 9/11 für Kinder, ein Ausmalbuch und ein Happy End gibt es auch. Am Ende steht die Szene, wo Osama Bin Laden erschossen wird. Und das dürfen die lieben Kleinen auch ausmalen, damit mal schöne große Patrioten aus ihnen werden. Und ein bisschen Text gibt es auch dazu, etwa diesen blödsinnigen Propagandaslogan: Sie hassen uns für unsere Freiheit. Im selben Verlag ist übrigens auch das Buch Tea Party zum Ausmalen erschienen. Und nun zu einem anderen Thema. Ich habe jetzt einen Plan, wie Griechenland gerettet werden könnte. Und dieser Plan ist genial. Ja, ist auch nicht wirklich von mir. Ich habe mich dafür von einem Blogpost im Internet inspirieren lassen. Aber das macht ja nichts. Ich mache ihn mir jetzt zu eigen und rette die Welt damit und nenne ihn deshalb den FS-Misik-Plan zur Rettung Griechenlands. Er ist simpel und brillant zugleich. Sie wissen ja, unter all den Massenvernichtungswaffen, die die Finanzmärkte entwickelt haben, zählen die Kreditausfallsversicherungen zu den gefährlichsten. Anfangs hatten die ja noch einen Sinn. Wenn jemand Staatsanleihen von einem Land kauft oder Anteile von einer Bank, dann kann er sich gegen Zahlungsausfälle oder den Bankrott der Bank versichern. Nun können aber auch Leute, die solche Anleihen gar nicht halten, solche Kreditausfallsversicherungen kaufen und damit die Anleihen in den Keller wetten. Weil wenn viele Leute solche Kreditausfallsversicherungen kaufen, dann werden die Märkte nervös. Das betroffene Land gilt plötzlich als bankrott gefährdet. Es muss höhere Zinsen zahlen und geht am Ende vielleicht sogar gerade deswegen bankrott. Und mein Plan, der sieht jetzt folgendermaßen aus. Die Griechen sollten das bisschen Geld, das sie noch haben, und die Gelder aus dem Europäischen Rettungsfonds dafür benutzen, Kreditausfallsversicherungen für griechische Staatsanleihen zu kaufen. Ganz viele, unermesslich viele, weil das heißt ja so eine Versicherung, dass der Versicherer, die Bank etwa, die diese Kreditausfallsversicherungen herausgibt, bezahlen muss, wenn das Land pleite geht. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass Griechenland diese Papiere massenhaft aufkauft. Dann muss Griechenland nur mehr eines machen: die Rückzahlung seiner Schulden stoppen. Sie zahlen einfach nicht mehr zurück. Dann sind sie pleite. Und dann, bingo, müssen die Banken ganz viel Geld an die Griechen bezahlen für die Kreditausfallsversicherungen. Dann ist Griechenland gerettet. Was sag ich? Dann schwimmt Griechenland praktisch im Geld. Und darüber hinaus sind die Finanzinstitutionen, die mit diesen Massenvernichtungswaffen handeln, auch noch bankrott. Dann sind wir die los. Also doppelt gut, oder? Das wäre doch mal was. Die Länder, die Regierungen, die bekämpfen die Märkte mit ihren eigenen Mitteln. Und jetzt noch ein paar Worte zum Hauptthema dieser Woche, diese Republik, die im Korruptionssumpf versinkt. Ich meine, man will ja gar nicht mehr damit anfangen, dieses Korruptionsnetzwerk zu skizzieren, das diese schwarz-blaue Regierung geknüpft hat. Wenn ich jetzt damit anfange, dann bin ich in einer halben Stunde noch nicht fertig. Also hören Sie sich die Rede einfach an, die der Peter Pilz vergangene Woche im Parlament gehalten hat. Eine großartige und auch irgendwie erschütternde Rede. Ein einziges Projekt ist unter Schwarz-Blau erfolgreich durchgeführt worden. Das war die Plünderung dieser Republik. Die Plünderung dieser Republik Österreich. Und jetzt stelle ich Ihnen einmal eine rhetorische Frage, insbesondere den Damen und Herren von der Österreichischen Volkspartei. Ist es wirklich denkbar, dass ein gesamter Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei und wechselnde Regierungsmann- und Frauschaften der Österreichischen Volkspartei 6 Jahre lang überhaupt nichts merken, überhaupt nichts mitkriegen? Haben Sie wirklich nichts mitgekriegt, wie zumindest die Hälfte des Vermögens dieser Republik auf dubiose Art und Weise unter Ihren Augen verschwunden ist? Eine ganze Regierung hat ihre Hauptaufgabe darin gesehen, das Land auszuplündern, und sie hat das in einer Schamlosigkeit getan, die unfassbar ist. Ich meine, sagen wir es doch ganz offen, die haben ja nicht nur ihren Freunden Jobs und Aufträge zugeschanzt, weil was würde das denn heißen, dass die für die Aufträge immerhin arbeiten hätten müssen? Nein, man hat ihnen einfach das Geld überwiesen, Millionenbeträge, ohne dass die dafür irgendetwas getan haben, außer halt der Akquise dieser Überweisungen. Und dann haben sie es in ihrer dummen Gier nicht einmal versteuert. Und das geschah in derart großem Stil bei Beschaffungsaufträgen wie dem Eurofighter, bei Privatisierungen wie Buwok und Telekom und so weiter und so fort. Jetzt stellen sich die Hinterbliebenen in deren Parteien hin und sagen, wir haben davon nichts gewusst. Es gibt immer noch Leute, die sagen, der Schüssel, der hat nichts gewusst. Ärger noch, es gibt immer noch Leute, die das glauben. Dabei ist dieser Waffenkraft, dieser
Menzdorf-Bulli oder wie der heißt, mit der ÖVP-Ministerin Rauch-Kallert verheiratet. Und jetzt sagen die, aber das ist doch sippenhaft, was kann denn die Frau Rauch-Kallert für die Geschäfte ihres Mannes? Ja, eh nix, aber es geht halt auch um die Glaubwürdigkeit von Argumenten. Und da spielt persönliche Nähe halt schon eine Rolle. Und verheiratet sein ist ja in der Regel schon eine erhebliche Form von persönlicher Nähe. Und ich stelle mir das halt so vor, die Frau Rauch-Kallert und der Herr Waffengraf beim Frühstück. Sagt sie, na wo warst denn die letzten 4 Tage? Sagt er, na bei so einer Jagd. Sagt sie, mit wem? Sagt er, kennst nicht, geht um so Geschäfte. Sagt sie, ah interessant, was machst du denn gerade für Geschäfte? Sagt er, naja, mit so einer Flugzeugfirma, ist aber ganz uninteressant. Kann ja sein, dass deren Frühstücksgespräche so ablaufen. Ist aber halt nicht sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist halt schon, dass der ihr erzählt hat, dass da die Kabinettsmitarbeiter ihrer Ministerkollegen jagen gehen und dass es da um die Einfädelung von Lobbygeschäften geht oder dass er zumindest genug gesagt hat, dass sie es geahnt hat und dass man das im ÖVP-Ministerteam halt alles gewusst hat. Lief ja alles nach diesem ÖVP-FPÖ-Schema ab, nach dem Beuteschema. Was mich da aber auch aufregt, ist, dass da viele Leute mittlerweile schon sagen, ja, die machen das alle so, die Politiker, die sind halt Gauner alle. Und das ist ja nicht wahr. Also, bei den Grünen zum Beispiel hat es noch überhaupt keine Gauner gegeben und nicht allein deshalb, weil die noch in keiner Bundesregierung waren. Und bei den Sozialdemokraten, naja, bei denen gibt es schon ein paar korruptuide Figuren und Usancen, aber sowas hat es bei denen auch noch nie gegeben. Ja, reden wir mal ganz offen drüber. Gibt es Korruption im Umfeld der SPÖ? Ja, klar. Hauptsächlich freilich das, was ich die legale Form der Korruption nennen würde. Da gibt halt ein Minister oder Stadtrat Aufträge an eine Firma, die einem Parteifreund gehört. Manche dieser Parteifreunde gründen nur deshalb die Firmen, weil sie wissen, dass sie an diese Aufträge herankommen werden. Und dann gibt's so diese Glücksritter, die die Minister umschwirren. Echt ekelig manchmal. Aber es ist halt ganz was anderes als diese Raubzüge. Weil diese Glücksritter, die kriegen dann die Aufträge, die bringen aber dann schon die versprochene Leistung und dann wird das Geld überwiesen und brav versteuern tun sie es dann auch noch. Und verstehen Sie mich richtig, ich will das nicht schönreden, ich finde das ekelhaft. Wer aber den Unterschied zwischen ungustiöser Verhaberung und blanken Raub und Diebstahl nicht erkennen will, der ist halt schon ein bisschen blind auch. Und noch eins, ja, es kam auch schon bei Sozialdemokraten vor, dass sie gestohlen und in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Und da will ich Ihnen erzählen, was mir ein Mann unlängst gesagt hat, durchaus keiner aus dem linken Milieu, sondern ein Unternehmer aus der, sagen wir mal, bürgerlichen liberalen Mitte. Der hat Folgendes gesagt, jeder Sozialdemokrat, der sowas macht, weiß, dass er seinen sozialen Tod erleidet, wenn er erwischt wird, dass ihn seine eigenen Leute nicht mehr grüßen und seine Freunde sich von ihm abwenden. Der wird geschnitten sein ganzes Leben lang. Und das ist auf der anderen Seite schon ganz anders. Weil die einen halten wenigstens das Ethos hoch. Man stiehlt nicht, auch wenn sich nicht alle dran halten. Und die anderen halten das Ethos hoch. Der Staat, der ist zum Ausplündern da. Und dann kommen, just so ein Zufall, während jeden Tag Plünderungen und Diebstähle aufgedeckt werden, die anderen daher und sagen, aber der Faymann hat ja nicht von der ÖBB Inseratengelder zur Krone heute Österreich und News umgelenkt? Ja, klar, hat er. Scheint so. Und ich glaube es absolut. Und ich finde das total deppert. Ich würde ihn dafür unter allen Umständen kritisieren, dass das fatal ist und unsauber und obendrein auch noch dumm, weil wenn er glaubt, dass er sich damit irgendwelche medialen Vorteile erkaufen kann, na dann schauen wir uns mal die Berichterstattung der Krone an. Wem nützt denn deren Berichterstattung? Dem Herrn Faymann, der denen die Millionen Euro nachwirft oder dem Herrn Strache, der denen gar nichts zahlt? Also da habe ich schon den Eindruck, sehr schlecht investiertes Geld. Also kritikwürdig ist das natürlich, aber wenn man das jetzt als Retourkutsche ausgräbt und auf eine Stufe stellt mit den Raubzügen von Schwarz-Blau, damit die Leute das Gefühl haben, die sind eh alle gleich, da geht mir dann auch das Gimpfte auf. Hat der Faymann das Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet? Na, sondern in die Tasche der Kronenzeitung. Da ist man natürlich versucht zu sagen, es wäre besser gewesen, er hätte das Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet, aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Sache. Nein, ich finde, man muss das alles kritisieren.
Ich finde auch kritikwürdig übrigens, was der Gusenbauer macht oder in Deutschland der Schröder und der Fischer. Die versilbern jetzt ihre Kontakte und auch das Fachwissen, das sie sich als Politiker aufgebaut und angeeignet haben. Das ist schon ihr Recht, aber man hat als Ex-Minister und als Ex-Kanzler halt auch eine moralische Verantwortung. Und wie die sich verhalten, das zerstört nachträglich ihre Glaubwürdigkeit, so sie jemals welche hatten, aber sie zerstört auch die Glaubwürdigkeit ihrer Parteien. Sie fallen ihren Parteien damit in den Rücken, sie hinterlassen verbrannte Erde. Und da sage ich, ihr könnt euch auch zurückhalten. Ihr könntet euch auch zurückhalten. Ich verstehe, dass ihr Geld verdienen wollt. Aber wenn ihr euch zurückhaltet, dann verdient ihr ja eh auch 200.000 Euro im Jahr. Und davon kann man doch auch ganz schön leben. Es müssen ja nicht 600.000 oder 1 Million Euro im Jahr sein. Und trotzdem dürfen die Dimensionen nicht verrücken. Das, was unter Schwarz-Blau passiert ist, das ist so von einer ganz anderen Dimension als diese Vetternwirtschaft und die Verfilzungen, die wir hier seit vielen Jahren und Jahrzehnten gewohnt sind. Und damit sind bei diesen Leuten auch Schwellen gesenkt worden, die begreifen gar nicht mehr, was nicht geht. So wie diese Geschichte mit diesem Stummvoll, diesem ÖVP-Abgeordneten, der hat zuerst im Parlamentsausschuss am neuen Glücksspielgesetz mitgeschrieben und dann ist er Aufsichtsratsvorsitzender bei einem Glücksspielkonzern geworden, als Nebenjob zum Parlamentsmandat. Jetzt hat er es dann zurückgelegt, aber das wollte er machen. Und als man dem draufgekommen ist, hat er am Anfang überhaupt nicht begriffen, was daran ein Problem sein soll. Dem ist das gar nicht mehr aufgefallen, wie disgusting sowas ist. Und da offenbart sich tagtäglich eine Dimension moralischer Verkommenheit, die alles sprengt, was wir bisher gewohnt waren. Aber das Erste mit all dem ist, diese Leute, die sind ja angetreten mit den Slogans, dass der Staat schlanker werden soll, mehr privat, weniger Staat. Und das haben sie dann auf ihre Art interpretiert, mehr vom Staat auf unsere privaten Konten. Und das Ergebnis ist jetzt, dass die Bürger das Gefühl haben, ihr Steuergeld wird eh nur dafür benutzt, diese Raubritter zu füttern, sodass die Bereitschaft der Bürger sinkt, Steuern zu zahlen beispielsweise für diesen Staat. Also das wirklich Perfide ist, dass ihre privaten Raubzüge auch noch ihr politisches Projekt fördern, nämlich die Delegitimierung des Staates. Die haben in ihrer Propaganda behauptet, der Staat ist ein Moloch, der Geld in schwarzen Löchern versickern lässt. Und dann haben sie dafür gesorgt, dass ihre Propaganda auch noch Wirklichkeit wird und haben das Geld in ihre eigenen schwarzen Löcher versickern lassen.